Hallo, guten Abend, mein Name ist Lucia Müller. Was verbindet mich mit der Akademie in Tutzing? Ich habe selber Politikwissenschaften studiert und heute Abend bin ich eingeladen beim langjährigen Freund der Akademie und ich hoffe, ich habe einen schönen Abend und bedanke mich schon mal für die Einladung. Ja, grüß Gott, mein Name ist Toda vom japanischen Generalkonsulat in München und herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin zum ersten Mal in dieser Akademie und ich habe bereits viel von der Akademie gehört und ich freue mich sehr auf das Gartenfest von heute. Wir haben hier diverse Kontakte gehabt mit den W-Seminaren im Fach Strafrecht und wir freuen uns immer wieder hierher zu kommen und ich freue mich natürlich auch als Nachbarin hier heute das Fest zu genießen. Die Akademie für politische Bildung ist die Schwester der Evangelischen Akademie Tutzing. Das sind die beiden Akademien hier am Ort und großartige Plätze zum Dialog für Menschen. Verbindet mit der Akademie zum einen, dass ich hier aufgewachsen bin und das Haus und das Gelände schon immer kenne. Und zum zweiten, dass ich für ein Tutzinger Magazin arbeite, ehrenamtlich, und daher die Einladung bekommen habe. Diese Akademie ist für mich eine Brücke, die Bayern auch mit der Welt verbindet. Verbinden tut mich mit der Akademie, mit der politischen Akademie hier, die Nachbarschaft zum Büro Peter Maffay und eine doch enge Verbindung schon zur neuen Leiterin, Frau Professor Münch. Als griechisch-orthodoxer Pfarrer bin ich seit fast 30 Jahren eng verbunden mit der Akademie. Ich begleite die politische Arbeit, ich bin oft eingeladen bei verschiedenen Diskussionen und ich freue mich, dass die Akademie solche Themen aufgreift, die für uns auch Griechen und orthodoxen Christen von Bedeutung sind.